Gegen Weltmeister Hugo Lloris vom englischen Spitzenklub Tottenham Hotspur läuft ein Verfahren wegen Trunkenheit am Steuer. Dies bestätigte die Londoner Polizei am Freitag. Erlebe Spruchs gegen United in der Premier League live auf der ZN. Jetzt gratis Monat sichern. Lloris wurde in der Nacht zum Freitag um 1.20 Uhr Ortszeit im Rahmen einer Routinekontrolle im Zentrum der englischen Hauptstadt angehalten und musste nach einem positiven Atemalkoholtest mit zur Polizeiwache Charing Cross. Diese durfte er später gegen Zahlung einer Kaution wieder verlassen. Die Sun berichtet, dass Lloris von den Beamten insgesamt 7 Stunden festgehalten wurde. Der Spurs-Kapitän muss sich nun am 11. September, 2 Tage nach Frankreichs Freundschaftsspiel gegen die Niederlande, vor Gericht verantworten. Hugo Lloris, 31, aus East Finchley, wurde am Freitag, dem 24. August, wegen Alkohol am Steuer angeklagt, sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur AFP. Lloris sorgt vor Spitzenspiel gegen Manchester United für Unruhe bei Tottenham. Lloris gewann in diesem Sommer mit der Equipe Tricolore die Weltmeisterschaft in Russland. Bei Tottenham Hotspur steht der ehemalige Schlussmann von Olympique Lyon seit 2012 unter Vertrag. Sein Fehltritt kommt für Tottenham ausgerechnet kurz vor dem mit Spannung erwarteten Premier League-Spiel gegen Rekordmeister Manchester United, Montag, 21 Uhr im Live-Ticker. Mehr zu Tottenham Hotspur.